Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leidenschaft für Menschen. Das ist der Podcast, der sich darum kümmert, dass auch du deine Leidenschaft findest. Und dabei ist es egal, ob im Sport, im Beruf oder im privaten Leben. Mein Name ist Andrea Kummer und ich bin Inhaberin der Athleten- und Expertenagentur. In meinem Podcast triffst du Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Weltmeister, Olympiasieger, Politiker, Künstler, alles, was du dir ja nur vorstellen kannst. Und heute habe ich eine Weltmeisterin euch eingeladen. Und das ist Sandra Völker, eine der erfolgreichsten Schwimmerinnen. Und wenn du wissen willst, wie auch du in deinem Leben baden kannst, dann bleib dran, denn nach dem Intro verrät uns Sandra Völker, wie das geht. Ja, liebe Sandra, herzlich willkommen in meinem Podcast und ich freue mich, dass du dir die Zeit heute für uns genommen hast. Ja, hallo Andrea. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ja, liebe Zuhörer, ich kenne die Sandra schon sehr lange. Wir arbeiten schon sehr lange zusammen. Und für mich eine der ersten Fragen bei der Sandra war damals auch, wenn man über 60 internationale Medaillen gewonnen hat. Sandra, welche Medaille, wenn ich das jetzt so spontan frage, ist für dich die wertvollste oder mit den meisten geschichtlichen Ereignissen verbunden? Welche ist es? Also es sind im Grunde genommen zwei. Okay. Also ich kann mich da tatsächlich nicht entscheiden, aber es ist natürlich einmal die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Atlanta 1996. Ja. Das war so, da habe ich halt mit Bronze spekuliert und dass ich dann Silber gewonnen habe, war für mich wirklich also utopisch. Da habe ich schon das Gefühl gehabt, ich bin über mich hinausgewachsen. Und dann wurde nachher vom Sportwissenschaftler später gesagt, wenn die Bahn 10 Meter länger gewesen wäre, wäre ich Olympiasiegerin geworden, weil ich der Chinesin auf den letzten Metern so viel abgenommen habe, dass das hätte klappen können. Aber das war auch so schon total super für mich. Und das Zweite ist, ich bin Weltrekord mit Ansage in Monaco geschwommen und habe da natürlich auch gewonnen und habe mich da sozusagen auf ewig verewigt. Da hat letztens mir noch per WhatsApp jemand ein Erinnerungsfoto geschickt sozusagen, weil ich da halt überall stehe auf den ganzen Tafeln. Das war so auch so besonders für mich, weil das hinterher auch so gefeiert wurde und so wertgeschätzt wurde, dass das so die zwei Hauptdinger sind, die mir halt wirklich so besonders in Erinnerung bleiben. Sind es auch so deine emotionalsten Siege gewesen oder gibt es so einen Sieg, wo du es oder vielleicht auch ein zweiter, dritter oder vierter Platz, wo du sagst, boah, das war so hart erkämpft. Klar, jede Medaille ist hart erkämpft, aber wo du sagst, davor, da ist alles schief gelaufen oder es war so ein schwieriges Jahr und der Platz oder die Medaille, das war die, die für mich emotional so am packendsten war. Oder war das auch eins von den zwei Ereignissen, was du gerade geschildert hast? Ja, doch, Monaco war es tatsächlich auch emotional noch mal sehr viel mehr als Atlanta, weil Atlanta war fast, sag ich mal, programmiert. Ja, ich bin vorher so stetig meine Zeiten geschwommen, dass es eigentlich schon fast komisch gewesen wäre, wenn ich die nicht noch mal bestätigt hätte. Ich bin dann noch mal richtig Bestzeit geschwommen. Aber in Monaco war es so, dass ich mich mit meinem Trainer vorher gestritten habe darüber, weil der mal sagt, sei mal so mutig wie die Boxer. Die sagen auch immer, ich gewinne das Ding und jetzt hau doch mal einen raus. Ne? Und ich meine, nein, das mache ich nicht. Und dann muss ich dafür ja gerade stehen und so. Was willst du denn von mir? Jetzt sag doch mal, du schwimmst Weltrekord und stell dir vor, du schaffst das. Und ich so, ja, aber stell dir vor, wie hoch der Druck ist. Du musst ja nicht schwimmen. Ne? Also wir haben uns unfassbar gestritten. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, okay, ich mache es. Aber wenn ich das nicht schaffe, ne, dann ist ja, und es war ja auch mein Partner. Also wir haben ja sozusagen immer auf der privaten und auf der geschäftlichen Ebene diskutiert. Das war viel belastender für mich, sodass ich dann hinterher eben, deswegen ist es vielleicht auch so besonders für mich, dass ich dann, das ist einfach, dass ich das geschafft habe und ich habe es auf die Hundertstel eingestellt. Also das war wirklich, da habe ich echt gedacht, boah, gut, dass das gut gegangen ist. So, dass das geklappt hat. Und er hatte natürlich recht, das hat die Menschen total beeindruckt. Ne? Wie hast du das denn gemacht? So, mit Ansage vorher. Und dann sage ich, ja, ich weiß ich auch nicht. Also ich weiß es wirklich nicht. Ich habe einfach nur, ich hatte so einen Schiss und ich hatte so einen Druck und das Becken in Monaco ist richtig schlecht.
Also es gibt ja tolle, tolle, schnelle Schwimmbecken und Monaco ist eins der schlechteren. Also sag nichts Falsches, sonst wird der Fürst ganz sauer, wenn er unseren Podcast hört. Vielleicht motiviere ich ihn dann ja, ein neues zu bauen. Das ist auch gut. Genau, genau. Wir schicken den Podcast dem Fürsten von Monaco und dann lädt er uns zweimal ein, weil der Albert ist ja auch ein großer Sportfanatiker, der ab und zu ja auch Bobfahren, Radfahren und Triathlon schon gemacht hat. Also Albert, wenn du uns hörst, lad uns ein. Wir gucken uns dein Schwimmbecken an. Sandra, wenn du so erzählst, dann sind das natürlich 60 gewonnene Medaillen. Das ist unglaublich. Aber so wie es auch vielen Menschen im wirklichen Leben geht, hast du natürlich auch Situationen gehabt, die nicht so schön waren. Und für alle Zuhörer und Zuschauer, alle Zuschauer sehen es, Sandra ist natürlich auch erfolgreiche Buchautorin. Und sie hat in ihrem Buch An Land kannst du nicht schwimmen aufgeschrieben, was ihr passiert ist, wie sie in eine Sache reingerutscht ist, die eigentlich jeden von uns passieren kann, Sandra, und aber wie du es geschafft hast, auch wieder da rauszukommen. Möchtest du ganz kurz 2, 3 Sätze dazu sagen? Ja, na klar. Also das ist eben halt eine Regelinsolvenz gewesen, die ich dann erlebt habe. Und es war tatsächlich, für mich gab es einfach auch gar keinen anderen Weg mehr, als den sozusagen einen Reset-Knopf zu drücken, nicht noch zu gucken, wo kriege ich jetzt noch Geld her, dass ich das vielleicht doch noch hinbekomme, wobei ich einen Vergleich tatsächlich auch noch probiert habe. Aber das hat irgendwie alles nicht funktioniert, dass ich dann wirklich diese Karte gezogen habe. Und ich muss tatsächlich sagen, so schlimm das für mich war, also das Schlimmste war eigentlich im Grunde genommen Hartz IV zu beantragen, wo ich wirklich gar kein Geld mehr hatte. Das war meine größte Hürde, diese Schwelle zum Jobcenter zu überschreiten und habe dann auch meine Geschichten dort erlebt, also auch wie ein Otto-Normalverbraucher, sage ich jetzt mal, ja, wir sind da auch nicht vorgewahrt, sondern das steht und fällt da mit den Mitarbeitern und da hatte ich jetzt auch welche, die da nicht so verständig waren, also ich musste mich sehr viel erklären und bis ich auch diese ganzen Formulare verstanden habe, dieses ganze Deutsch, Antragsdeutsch, was da benutzt wird. Bürokratendeutsch. Richtig, genau, das ist also wirklich sehr speziell auch in einer so großen Stresssituationen dann vielleicht auch noch mal doppelt schwer zu verstehen. Aber letztendlich ist es tatsächlich für mich ein Glück gewesen, weil auch da steckte sozusagen der Neuanfang drin, der sich relativ schnell gezeigt hat. Also ich bin dadurch, dass ich so offen und ehrlich damit umgegangen bin, habe ich eben halt auch Hilfe bekommen. Ich habe auch therapeutische Hilfe bekommen. Und das war sozusagen das Glück, dass ich mir das eben halt gut angucken konnte. Ich konnte Dinge lösen für mich. Ich konnte einfach weitergehen, befreiter. Und konnte eben sagen, okay, das habe ich jetzt erlebt und kann einfach nochmal neu anfangen. Und das ist das Geschenk, was da drin ist. Also dann zu gucken, okay, was möchte ich jetzt machen? Und ich gucke heute immer umso genauer, ja, welchen Weg gehe ich denn jetzt? Und wenn mir was angeboten wird, denke ich, ja, okay, ich prüfe es jetzt einfach nochmal anders, weil ich natürlich gucke, ja, ich will natürlich auch nicht den gleichen Fehler zweimal machen, sondern will einfach jetzt auch so weitergehen und mir wieder was aufbauen, weil dass ich 60 Medaillen habe und sehr, sehr erfolgreich gewesen bin, ist ja letztendlich über 20 Jahre entstanden. Also auch da, das ist auch etwas, was ich vielen mitgebe, ja, wo ich selber auch immer sagen muss, ich bin noch die ungeduldigste Person von der Welt, ne? Aber das Wichtigste ist im Grunde genommen wirklich, es ist immer ein Marathon. Und immer, wenn man das Gefühl hat, oh, ich glaube, das ist doch nicht das Richtige, dann muss man eigentlich weitergehen, weil dann steht man im Grunde genommen vor so einem Durchbruch, dass man die nächste Stufe erreicht hat. Weil das ist ja auch das, wenn du was machst, machst mit Leidenschaft, ganz oder gar nicht. Und wenn du fühlst, es ist ja auch keine Schande zu sagen, oh nee, stopp, halt, das ist doch nicht richtig, das habe ich mir anders vorgestellt, dann lieber mal einen Stopp zu sagen, ehrlich zu sein, ja, in den Spiegel zu gucken und für sich selber reflektieren, boah, passt das noch? Und das ist ja auch was, Sandra, du hast ja ein ganz neues Seminarprogramm aufgelegt und ich finde den Titel auch so schön, Bade in deinem Leben. Und das ist ja, verbindet ja deine Welt, 20 Jahre Leistungssport, mit den Erlebnissen, was du in deinem Leben hattest. Aber es ist natürlich auch eine Riesenmöglichkeit für alle die, die was verändern wollen, in deinen Workshop zu kommen. Aber erzähl du von dem, was da passiert und was man da mit dir zusammen machen kann und erleben kann. Mhm. Also das ist, der Workshop geht über 7 Stunden und das ist natürlich schon eine sehr begrenzte Zeit. Aber worum es mir ging, ist tatsächlich, weil meistens ist es so, dass man denkt, man bleibt so stecken. Ne? Man weiß nicht, wo man weitergehen soll. Und was eigentlich noch viel schlimmer ist, man fühlt eigentlich gar nicht, was man wirklich will. Für mich geht es wirklich darum, dass jeder so, deswegen auch bade in deinem Leben. Also wir haben vielleicht oft das Gefühl, dass wir gerne das Leben von jemandem anderes hätten. Das ist aber überhaupt nicht kraftvoll. Das nützt uns überhaupt nichts. Ja, sondern es ist wirklich
wirklich tatsächlich hinzugucken und wirklich die Schätze einzusammeln, die wir alle haben. Wir alle haben mehrere Talente sogar. Und das ist manchmal vielleicht auch die Schwierigkeit, genau zu gucken, was lebe ich denn jetzt und wie will ich es denn machen? Und ich finde die Zeit, noch nie war es so, dass die Zeit so enorm bereit war dafür, dass man jetzt wirklich seine Herzensgeschichte und seine Leidenschaft nach vorne bringt. Und ich rede nicht davon, dass man den ganzen Tag nur meditiert. Das ist gar nicht der Fall, sondern für mich geht es wirklich darum, eigentlich die Arbeit, die man dann macht, dass man da nicht das Gefühl hat, die ist unsinnig, sondern dass man bei allem so, nee, ich weiß, warum ich das mache. Ich muss halt ein bisschen Ausdauer mitbringen. Ich mache es aber für mich und für meine Sachen. Ich lasse das langsam wachsen und ich weiß genau, ich bin auf dem richtigen Weg. Und diese Basis bekommt man in diesem Workshop. Ja? Und das ist eigentlich letztendlich schon Gold wert, weil damit kann ich dann starten. Da gibt es natürlich auch noch Seminare. Es wird wahrscheinlich auch Wochen geben, also so mehrere Tage, die ich anbiete, dass man das sozusagen verfestigen kann. Aber ich möchte erstmal mit diesem Workshop beginnen. Ist ja logisch. Also eigentlich hast du es vorhin auch schon mal gesagt, Sandra. Man macht nicht einmal einen Workshop und danach ändert sich alles von null gleich jetzt, sondern es ist auch immer ein Prozess. Es ist wie im Sport. Man fängt klein an und wenn man da ein Ziel hat, Weltmeister, Olympiasieger, und so ist es ja auch im Leben, dass man wirklich sich Zwischenziele setzt, sich Menschen sucht, die einen auf diesem Weg auch bekleiden, die zur Seite stehen, die Sparungspartner sind und die dann auch mit dir gemeinsam diesen Weg gehen. Weil wenn jemand weiß, was alles passieren kann und wie man aus solchen Tälern wieder rauskommt, dann bist du das. Was ich noch fragen wollte für unsere Zuhörer, dieser Kurs findet ja in einem ganz besonderen Ort statt. Sandra, das ist in Ohlsdorf und Ohlsdorf ist... Ja, Ohlsdorf, der Park, ist ein Friedhof. Also im Grunde genommen ist es ja ein Stadtteil, das ist ja im Park angelegt, aber dort integriert ist der Friedhof. Und ich fand das so charmant, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir versuchen uns immer nicht mit dem Tod zu beschäftigen. Ne? Es ist ein unglaubliches Tabuthema, aber im Grunde genommen steckt genau da drin das Leben. Weil was ist denn auf der anderen Seite, wenn ich nicht sterben will, dann will ich ja leben, aber was tun wir denn wirklich dafür, um zu leben? Und also, unsere Lebenszeit zu nutzen. Ja, genau. Und wir funktionieren ja oft nur so und laufen dann einfach so durch die Gegend, ohne mal stehen zu bleiben und zu gucken, wo bleibe ich denn? Wo bin ich denn? Wo habe ich mir denn jetzt mal was Schönes gegönnt? Oder habe ich denn jetzt mal, ich bin stehen geblieben und habe mir, also es gibt ja auch so, ist der Klassiker, finde ich, so in der Fußgängerzone sind Künstler oft, ja? Mhm. Und da sind manchmal wirklich unglaublich tolle Künstler, dass man einfach diese 5 bis 10 Minuten mal stehen bleibt und sich anguckt, was da passiert und sich berühren lässt. Wann lassen wir uns berühren? Weil in dem Moment, wo ich fühle, lebe ich berührt. Die Emotion ist das, wie die Bestätigung sozusagen dafür, dass ich lebe. Und deswegen fand ich das so passend. Und dazu ist es eben halt so, ich bin ja dort gewesen und habe mir das angeschaut. Also ich war selber sehr angetan, weil ich habe gedacht, naja, mal gucken, ne, ob das überhaupt so funktioniert, was ich mir da so vorgestellt habe. Und ich stand wirklich in dieser Kapelle und habe gedacht, Wahnsinn. Also das ist von der Energie her, ja, ist natürlich wirklich ein bisschen wie Real Talk, ja. Also dass man wirklich auch weiß, worum es geht jetzt hier. Aber ich finde auch, wir haben keine Zeit mehr. Worauf wollen wir denn warten? Ja, also es wird ja nichts besser. Im Gegenteil, Also das ist so und gar keine Frage. Man braucht auch manchmal Zeit, um solche Sachen zu verarbeiten, die da so von außen kommen, ne, was da auch immer irgendwie da ist. Aber auch das kann integriert werden. Das heißt ja nicht, dass wir nicht leben dürfen. Das ist so, man setzt immer so ein, darf ich dies nicht mehr und das nicht mehr und so. Ja, dann such einen anderen Weg. Also das ist zum Beispiel das Geheimnis meines Erfolges. Ich habe immer, wenn jemand zu mir gesagt hat, das geht nicht, die haben zu mir gesagt, ich bin zu dick, ich habe zu spät angefangen zu schwimmen. Ja. Ne? Also das schaffst du nicht. Nee, das schaffst du nicht. Du bist so alt. Genau, du hast nie richtig trainiert, ne? Die ganze Geschichte. Ja, und jetzt habe ich ja das Gegenteil bewiesen. Ja, also die ganzen Sachen bringen einen ja letztendlich doch eigentlich mehr dazu, mal genau zu gucken, was will ich denn? Und ob jemand da jetzt was sagt oder nicht, ist jetzt, glaube ich, egal. Aber ich denke, das sind wir beide so. Wir ticken da beide so, wenn einer sagt, ja, das kannst du nicht, das schaffst du nicht. Das stachelt uns ja eigentlich noch mehr an, um zu beweisen, dass das geht. Und liebe Zuhörer und Zuschauer, unten in den Shownotes steht natürlich drin, wann und wo die Seminare stattfinden, wann und wo ihr euch anmelden könnt. Und es ist auch ein Link drin zum Ohlsdorf, der Park heißt das. Weil ich habe nämlich auch was gedacht, Friedhof, aber
schaut euch mal die Internetseite an, was das für wunderbare Seminarräume sind. Es gibt auch leckeres Essen. Also ihr sitzt nicht 7 Stunden da und es gibt nichts zu essen und nichts zu trinken. Es gibt selbstgebackenen Kuchen und weiß ich was alles. Also einfach in die Shownotes reinschauen. Wir packen euch alles rein. Und vielleicht kommt der ein oder andere zu deinem Seminar. Und wenn er kommt, gibt es natürlich einen Agenturbonus. Aber was das ist, das verraten wir jetzt noch nicht. Erst anmelden und dann gibt es den Agenturbonus. Sandra, wenn wir sind ja nun hier in dem Podcast Leidenschaft für Menschen. Was würdest du unseren Zuhörern mitgeben zu dem Wort Leidenschaft Menschen? Was ist so für dich in 3 Sätzen, was du denen mitgeben kannst, was sie heute direkt aus diesem Podcast mitnehmen? Also, ich glaube, das Allerwichtigste ist, wir sind alle viel zu schüchtern. Also mutig sein. Ja, jeder hat eine Leidenschaft. Wir verstecken die nur oft. Ja, also wenn es eine Leidenschaft ist, die ich habe sozusagen, dann ist es wahrscheinlich sicher, dass andere Leute das auch haben. Wenn andere da auch noch was von haben, ja, also wenn ich das teilen kann und andere sich damit wohlfühlen und eben auch daran wachsen können, dann ist es sowieso an der Zeit, dass man es rausbringt. Mhm. Und wenn ich wirklich in meinem Leben baden möchte, jetzt bin ich wieder bei dem Punkt letztendlich. Was ja auch eine schöne Überschrift ist und auch eine Metapher ist, also für mehr, was offen lässt, also für alles, was offen lässt, ja. Dann brauche ich meine Leidenschaft, weil ohne diese Leidenschaft kann ich das nicht machen. Also wenn ich, andersrum gesprochen, wenn ich überhaupt gar keine Lust habe, werde ich mir auch kein Wasser in meine Badewanne einlaufen lassen, mir Kerzen anzünden, mir eine schöne Musik anmachen. Allein dafür brauche ich ja schon eine Art von Leidenschaft, um das machen, weil ich freue mich. Also zelebriere das. Das ist meine Badewanne, ja, also meine Badewannenzeit sozusagen. Bei mir denkt man ja immer gleich, man muss schwimmen gehen und irgendwie fleißig sein. Ja. Nein, das muss nicht sein. Das ist natürlich toll, wenn man das macht, aber gar keine Frage. Aber wie definiere ich denn eigentlich Leidenschaft? Aber ich gehe nochmal zum ersten Punkt, das ist eigentlich der wichtigste, weil ich treffe ganz viele Leute, die immer sagen, ja, du kannst es ja machen, du bist ja Sandra Völker. Ja, und trotzdem, Andrea, du weißt das ja, lange ich gebraucht habe, ne, um da loszugehen und zu sagen, oh, das mache ich jetzt, ich zeige mich jetzt und ich gehe jetzt los und mache das einfach. Und da stehen wunderbare Menschen vor mir, unfassbare Ideen haben und denke ich, ey, sag mal, wieso, bist du nicht schon längst in der Öffentlichkeit und machst das, weil die Leute werden dir also wirklich sowas von dankbar sein. Das meine ich mit mutig. Einfach mal losgehen. Und bitte, keiner ist perfekt. Ich mache Fehler. Ich habe Rechtschreibfehler in meinen Dingen. Also ne, ich habe das nicht richtig geschrieben, musste das wieder ändern. Also wir sind Menschen, bitte sehr. Und es geht darum, dass wir menschlich sein dürfen, aber trotzdem können wir ja neue Dinge in die Welt bringen, dass wir weitergehen können. Und das bitte gemeinsam. Also, wir lernen ja nur aus Fehlern, gell? Eben, genau. Also das, wenn dann man, ja, mutig, das ist ja mal einfach gesagt. Nee, für mich ist es genauso schwer im Grunde genommen wie für alle anderen. Ist sogar noch umgedreht. Bei mir erwarten die Leute ja immer gleich. Stimmt, ja, die Völker, die muss ja und das müsste die ja kann und das so. Ja. Die hat ja. Genau. Ja, nee, also das ist total. Dir schenkt ja auch keiner was. Ja, es ist auch gut, da mal mit aufzuräumen, oder? Ja. Also, nee, ich bin vollkommen mit dir einer Meinung. Ja, deswegen kann das jeder machen. Also das ist wirklich dieses Garagending oder ich habe angefangen im Hobbykeller oder irgendwie sowas. Ja, egal. Also, aber es hat die Möglichkeit jeder, nur du musst anfangen. Die immer daher schwitzen, ja, wenn ich mal und wenn dann. Nee. Also das ist ein schöner Aufruf an unsere Zuhörer draußen. Wenn ihr einen Wunsch habt, wenn ihr einen Traum habt, wenn ihr schon immer irgendwas machen wolltet, den Ärmelkanal durchschwimmen wolltet oder weiß ich was, oder schon immer an einem Seminar von Sandra Völker teilnehmen wolltet, dann meldet euch jetzt an, direkt bei der Sandra. Alle Infos unten in den Shownotes. Die Sandra und ich freuen uns natürlich, wenn ihr uns für diesen Podcast ein Like da lasst, einen Kommentar da lasst oder sogar Abonnenten wert, weil... leider, Sandra, ist unsere Zeit schon wieder rum. Die andere Sache, was ich unbedingt von dir wissen wollte, ist nämlich die, gerade durch Corona haben ja sehr viele Kinder gar keinen Schwimmunterricht gehabt. Das heißt, wir haben Tausende von Kindern, die kein Seepferdchen gemacht haben. Und auch da bist du auf dem Weg und bist gerade da, aber wir dürfen ja noch nicht so viel verraten. Da lade ich dich dann zum nächsten Podcast ein. Aber, liebe Kinder, wenn Sandra wieder hier ist, dann erfahrt ihr mehr, dass auch ihr euer Seepferdchen machen könnt mit Trockenschwimmen und weiß ich, was es alles gibt. Bis dahin
wünsche ich und ich Sandra, oder die Sandra und ich, so muss ich es ja sagen, eine wunderschöne Zeit. Sandra, es hat mich total gefreut, dass du heute zu Gast warst. Ich bin gespannt auf das Seminar. Ich freue mich auf den nächsten Podcast, damit wir auch alle erfahren, wie es mit dem Schwimmen weitergeht und nicht nur für Kinder. Denn die Sandra hat auch die Sandra-Völker-Methode entwickelt und das dann im nächsten Podcast. Und bis dahin, seid lieb gegrüßt und macht's gut und bis bald. Tschüss! Tschüss, Sandra. Mach's gut. Tschüss, Andrea. Mach's gut. Dankeschön.